Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Laschet legt Amt als NRW-Ministerpräsident nieder. Der CDU-Bundesvorsitzende erhielt heute seine Entlassungsurkunde. Er musste als Regierungschef aufhören, weil er morgen sein Bundestagsmandat annimmt. Sein Nachfolger als Ministerpräsident wird voraussichtlich am Mittwoch der bisherige Landesverkehrsminister Wüst. Er wurde bereits am Samstag zum NRW-CDU-Parteichef gewählt. SPD und Grüne sehen keinen Spielraum für Steuerentlastungen. In der ARD-Sendung Anne Will sagten die Politiker Scholz und Habeck, weniger Steuern für kleine und mittlere Einkommen seien nur bei steigenden Einnahmen denkbar. Die FDP lehne aber höhere Abgaben für Gutverdiener ab. Ausweisung von Diplomaten aus der Türkei weiter unklar. Trotz massiver Kritik hält der türkische Präsident Erdogan offenbar an seiner Androhung fest, den Deutschen und 9 weitere Botschafter auszuweisen. Heute soll das türkische Kabinett über das Thema beraten. Oppositionspolitiker werfen Erdogan vor, von innenpolitischen Problemen ablenken zu wollen. Offenbar erneuter Putschversuch im Sudan. Medienberichten zufolge stellte das Militär Premierminister Hamdouk unter Hausarrest. Mehrere führende Regierungsvertreter seien festgenommen worden. Bei Massenprotesten gegen den Putsch solle es in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum mehrere Verletzte gegeben haben. Seit Wochen nehmen die Spannungen zwischen der militärischen und der zivilen Führung des Landes zu. Flüchtlinge in Mexiko weiter auf dem Weg Richtung Norden. Aktivisten zufolge stammen die Menschen zumeist aus Mittelamerika. Es seien aber auch Haitianer und Afrikaner unter ihnen. Das Ziel der mehr als 2000 Migranten sind die USA. Bei ähnlichen Versuchen hatte die Polizei die Menschen teils gewaltsam zurückgedrängt. Das Wetter zunächst überwiegend freundlich, im Westen und Nordwesten Ausbreitung von starker Bewölkung mit etwas Regen, Höchstwerte 8 bis 19 Grad.